Servus Leute, wir sind wieder zurück bei der Planer Industrieimperium. Wie versprochen, schauen wir uns einmal die Stadt hier an. Schaut schon größer aus, 22.000 schon wachsend, 13% wachsend. Das bedeutet, es braucht schon einiges an Rohstoffe die Stadt, die wir natürlich liefern müssen. Wir müssen jetzt schauen, dass wir einfach... Hühnerproduktion ist kein Problem. Hühnerfleischproduktion ist... Weiß ich nicht, keine Ahnung. Der verbraucht, der produziert auch relativ wenig. Aber ich glaube, weil das eingeschalten ist, ganz einfach. Der produziert jetzt wahrscheinlich auch mehr. Schauen wir sich an, wie viel Hühnerfleisch der macht. Normalerweise in der Stunde 2 Stück. Sollte normalerweise passen. Hier, 56, wir brauchen eigentlich 2-mal Farmen noch, dass wir die ganze Produktion einmal aufrechthalten können. Weil das einfach zu viel, weil der sonst zu viel verbraucht. Und das ist ein bisschen schade. So, die Produktion hier läuft. Da brauche ich nichts tun. 139. So, das schauen wir jetzt wieder. So, dann machen wir hier. Fangen wir an. Machen wir hier Weizen. Das andere aus. Hier Kartoffeln. Paradeiser aus. Und hier kommen die Paradeiser hin. Dass da wieder eine Produktion ein bisschen herrscht. So, wie schaut es da aus? Wir haben 100, die produzieren auch schön. Es ist schwer, wie wir da jetzt weiter genau kommen. Die produzieren, ja, da braucht man eine neue Farm noch zusätzlich, dass wir Pfirsiche haben. Die werden wir gleich errichten. Rohstoffquellen, das war eine Obstplantage. Und ich glaube, da wird es sich nicht mehr ausgehen. Da haben wir jetzt ein bisschen ein Problem. Da haben wir auch keinen Platz. Wie schaut es aus, wenn man geht sich das da noch aus? Ah, die geht sich da auch nicht aus. Da können wir höchstens noch eine Hühnerfarm, aber Hühnerfarm will ich eigentlich keine mehr. So, wir werden da mal ganz kurz ein bisschen was machen. Mich nervt so das Eck, da kann ich das gleich so. Macht man das dann richtig? Nein. Weil er mal sagt, da ist das im Weg. So, dann werden wir das da mal so machen. So, ein bisschen entlang. So, kaufen. Jetzt haben wir da das Grundstück ziemlich kreisgesetzt. Und wo machen wir weiter? Ich würde mal sagen, da geht es zu einer Ortschaft. So, dann machen wir da gleich noch. Ich tue das gleich schön. Wir wollen eh das ganze Grundstück ziemlich haben. Ich glaube, der passt das dann eh ziemlich an die Kante an. So. Das geht irgendwie nicht. Da habe ich irgendwo einmal durchgestickt, das ist schlecht so gemacht. Ach Gott. Ach so, wir müssen aufpassen, wir dürfen gar nicht so viel Geld investieren, wir haben ja fast keines. Buh, da habe ich jetzt gerade rechtzeitig noch geschaut. Weil ich wollte jetzt einfach jetzt so ein riesen Stück kaufen, aber das dürfen wir ja gar nicht. Speichern, okay, das ist in Ordnung, das darfst du. Wir wollten jetzt die Obstplantage hinpflanzen irgendwo und die kann man sich aber auch nicht wirklich leisten, oder? 16.000 Euro für das hätten wir auf jeden Fall Geld noch. Nur wo? Machen wir die daher noch? Ja, da können wir sowieso nichts anderes herbauen wegen der Straße. Passt, dann wird in der Obstplantage, weil wir haben eh 10 Arbeitslose. So. Na, fertig. 1, 2, 3. Da haben wir 10% Überschuss, 22% Überschuss, Pfirsiche erstellen. So. Schauen wir mal, ob wir irgendwo. Darmstadt lassen wir mal links liegen. Schauen wir mal. Ja, wir können auch Darmstadt machen. Schauen wir mal, ob wir in Darmstadt irgendwelche... Na, wir müssen mal schauen, wo wir Eisen, halt der Stahl verkaufen können. Stahl. Alle Städte in Rinsford im Süd. Wie viel haben wir Stahl? 141. Schaffen wir bis zum 9.11. 6 Stück, ja. Das nehmen wir mal an. So, dann haben wir von da Molkereiprodukte. Na. Molkereiprodukte. Da haben wir einmal fettarme Milch.
So, alle Städte. Will nur Rindsfurt haben. Da habe ich aber so viel, dass ich ihnen alle schicken werde. So, und dann haben wir noch Joghurt. Joghurt. Da will Marktstation Nord, aber die wollen gleich so viel. Und Goldfeld will... Dann nehmen wir mal die an. Die Bestellungen schicken wir gleich mal weg. So. Achso, da habe ich einen noch. Ist wurscht, da schicken wir mal die erste Ladung. Das soll nicht so tragisch sein, da schicken wir halt noch einmal dann. So. Da sollte ich genug Transport eigentlich haben, dass ich gleich wegschicken kann alle. So, zwei noch. Genau, zwei Transporter. Perfekt geklaufen. Das Problem ist, wenn man sich jetzt auf alle Städte konzentrieren, wachsen die natürlich auch und die sollen natürlich, werden dann auch große Rohstoffe wollen. Aber es ist auch sinnvoll, dass die wachsen. So, da haben wir was. Gerade gesehen. Bonus gegen zwei Kühe erhalten. Perfekt. Das sind jetzt riesige Einnahmen, was wir da haben natürlich. Eigentlich gar nichts. Ja, wir haben aus. Wieso haben wir so viel ausgegeben? Also wir haben Land gekauft. Ah, so. Ich überlege jetzt gerade. Wo haben wir noch viele Rohstoffe? Da müssen wir nochmal meine Bestellungen. Das ist noch unterwegs. Mit 142. Ah, der kann nur 40 transportieren. Wie viel? So, ja, dann muss ich ihn mal laufen lassen, den muss ich fahren lassen. So, dann brauchen wir. Dann brauchen wir. Von da Hühner. Schauen wir mal, was wir, ob wir Hühner irgendwo verkaufen können. In großen Mengen. Wieder mal. Huhn. Darmstadt. Nehmen wir alle an, das geht sich aus. Dies geht sich auf jeden Fall aus. Tak, tak, tak. Hühner verkaufen. Die müssen wir ein bisschen aufteilen, dass man nicht so. Ich will jetzt schauen, dass wir eher in allen Städten ein bisschen produzieren. Natürlich sind die Wege. Ah, ich habe nur zwei Tiertransporter. Verkaufen wir sich da oben noch welche. Wir haben eh fast kein Geld. Großer Tiertransporter. Zwei Stück natürlich gleich nochmal. Wenn dann den schon. Ich habe nämlich nicht nachgeschaut und wir haben nicht sortiert nach der Größe. So, halt nach der Zeit meine ich. War ein kleiner Fehler vielleicht. So, dann, ja, okay, das sind ja minimale Dinge, was die haben wollen. Aber trotzdem braucht man die Transporter dafür. So, dreimal zurück, dreimal sind da. Der könnte man jetzt die letzten vier sind das dann ausreichend? Perfekt, der liefert mal gleich die vier. Ja, und der liefert eh das Ganze bis auf runter ist. Fertig. So, was haben wir denn jetzt noch? Wo haben wir denn noch sehr viel? Aprikosen. Markt. Aprikosen. Nehmen wir mal an. 400, 500, das waren 400, 400 circa, das sind dann 500, das sind 1000 circa, Tag, das waren jetzt um die noch 1200, okay, kann ich nicht mehr annehmen, aber so viel haben wir, also habe ich jetzt hier die richtige genommen, ja genau, so, wir haben genug Aprikosen auf Lager, ohne dass wir da viel schauen müssen. So, schauen wir, dass wir mal bei den Kleinen die leer bekommen. Eigentlich ist es egal, wo wir es leer holen. Muss ich hier nur ausgehen. Jetzt haben wir halt nur gerade genau verkehrt rum gemacht. So, von der sollten wir noch. Ah, da haben wir auch keine Transporter mehr. Die sind fertig, dann kommen die nächsten dran. Weil das sollten jetzt die Städte schön langsam alle groß werden. Weil wir ja ein bisschen verteilen. Natürlich wollen die alle Rohstoffe haben. Halt alle verschiedenen. Aber wir tun jetzt nur immer da, wo wir
wissen, dass wir relativ viel haben. Da suche ich mir die immer raus. So, da kann ich nichts mehr. So, da haben wir den nächsten. 103. 300, dann machen wir es da noch einmal. Ich glaube, da habe ich mich irgendwo ein bisschen verrechnet. Bin mir da nicht sicher. Ich habe jetzt. Ich lasse mich mal laufen. Ja, da ist zum Beispiel. Also wird noch mal fahren müssen. So, da haben wir noch mal Hühner. Die werden wir gleich die letzten schicken. Perfekt. Und der sollte auch das letzte Mal fahren. Ja. Das schaut gut aus. So, dann machen wir sich gleich nochmal die Rohstoffe auf. Wo haben wir relativ viel noch? Hühner haben wir jetzt nicht mehr so viel. Mais. Trikots haben wir verkauft. Weintrauben. Markt. Wein. Weintrauben. Da haben wir 2000 Stück. Das bedeutet, wir werden nach Nord das hier schicken. Tag Abmarsch. So, der sollte auch unterwegs sein, der letzte. Perfekt, der ist unterwegs gewesen. Ja, jetzt haben wir wieder einiges eingenommen. Passt, jetzt machen wir, schauen wir gleich den nächsten Rohstoff, Lebensmittel. 5 und wir haben Eier einen Haufen. Will keiner Eier haben. Das kann es ja nicht geben. Stahl. Habe ich keinen Stahl mehr? Ah, da habe ich gerade den ganzen jetzt transportiert. Die sind da ziemlich jetzt auf Null unten. Was haben wir dann noch? Sehr viele. Ja, es ist alles nicht. Holzbretter könnte man mal schauen. Aber jetzt die Holzstämme, Holzbretter. Die wollen. Die können wir alle annehmen. Und werden wir auch gleich schicken. So, das ist fertig. Zwei können wir gleichzeitig immer schicken. So. Perfekt. Na, das bleibt einblendet. Aluminium, wir hätten relativ viel Kupfer. Kupfer, schauen wir mal, was mein Kupfer, was die haben wollen. Kupfer. Preis per Unit. 900, die nehmen wir mal an. Nehmen wir an. Und die nehmen wir auch noch an. Sollte sich auf jeden Fall ausgehen. Da muss ich jetzt nur schauen, dass ich mit den Lastern auskomme. Und da die kleinen will ich da eher von dem ersten hier weg haben. So, das ist fertig. Da kann ich wieder einmal schicken. Jetzt bauen wir gerade ein bisschen alle Städte aus, so wie das so aussieht. So, passt. Dann hätten wir noch Lebensmittel. Fettarme Milch und Joghurt. Fettarme Milch. AF. Fettarme Milch. Da haben wir 400. 440 Ringsfurt. Bester Preis wäre natürlich hier, den werden wir auch nehmen. Und gleich abschicken. Ich hoffe, dass es so jetzt besser ist. Mir gefällt es eigentlich gerade so mehr mit den ganzen Statistiken, immer nur dort das aufzunehmen, was wir haben. Joghurt können wir gleich als nächstes. Dass man das ein bisschen mit mehreren Feldern gleich hat und dann einfach da gleich wegschickt, sobald wieder was zurück ist. Dann war schon der erste wieder da. So, wir haben jetzt einen kleinen mit 73, das geht sich nicht mehr aus. 73, da haben wir noch keinen Transporter hier, kein Problem. So, Joghurt haben wir 500. Oh, das geht nicht mehr. Ja, Preis per Unit wäre natürlich die oberen besser, aber so viel haben wir nicht. Ist wurscht, dann nehmen wir die zwei auf. Nacki, komm. Da geht auf, perfekt, abgeschickt. Da schicke ich schon. Dann das nächste Joghurt. Da haben wir eh genug Kühltransporter, haben wir ja. So, das ist fertig. Schau mal, da haben wir wieder. Da habe ich hier gesagt. Schaut, dass man sich hier nicht sortieren kann nach Lieferdatum. Das wäre auch noch so ein Highlight, was mir sehr gefallen würde, beziehungsweise was ich sehr benötigen würde auch teilweise. So, 600 wollen wir haben. 600 können wir eh nur hier schicken und da die Scheiße.
Da ich mich irgendwo verkalkuliert. Ah, da haben wir nochmal 2000. Perfekt. So, die sind fertig. Und so kann ich die ganze Zeit eigentlich mit einfacher bis zweifacher Geschwindigkeit spielen. Und ich kriege die alle weg. Eier will natürlich keiner. Ich weiß nicht, wie ich die Eier wegbekomme, wie ich die Gülle wegbekomme. Das sind alles so Sachen, wo ich einfach keinen Plan habe zurzeit. Ja, wenn ihr welche Tipps habt, wenn es noch, ja, wenn es irgendwas gibt, dann schreibt es das in die Kommentare. Und wir sehen uns dann beim nächsten Part von Der Plan Industrie Imperium wieder. Bis dann, ciao Leute.